Lektion 312. Ich sehe alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Die Wahrnehmung folgt dem Urteil. Wenn wir geurteilt haben, sehen wir daher das, worauf wir schauen möchten. Denn die Sicht kann lediglich dazu dienen, uns das anzubieten, was wir haben möchten. Es ist unmöglich, dass wir übersehen, was wir sehen möchten. Und das nicht sehen, was wir zu erblicken wählten. Wie sicher muss daher die wirkliche Welt kommen, um die heilige Sicht eines jeden zu begrüßen, der die Zielsetzung des Heiligen Geistes zu seinem Ziel des Sehens macht. Und er kann nicht umhin, auf das zu schauen, wovon Christus möchte, dass er es sehe, und Christi Liebe zu dem zu teilen, worauf er schaut. Ich sehe alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Die Wahrnehmung, meine Wahrnehmung folgt meinem Urteil. Und wenn ich verurteile, wenn ich jemanden verurteile, dann sehe ich, dann gebe ich meine Sicht meinem Ego, der Trennung, meinem Urteil. Und dann nehme ich auch nur das wahr an dem anderen, was mein Urteil bestätigt. Alles andere sehe ich nicht. Alles andere schließe ich aus, dass es da sein kann, um mein Urteil zu bestätigen. Und das ist ja unser Recht haben wollen mit unseren Urteilen hier im Traum, in der Welt. Wenn wir dem Ego folgen in dem und urteilen aus uns heraus, aus der Angst heraus. Es ist ja genauso, wenn ich mich selbst verurteile, dass ich nicht liebenswert bin zum Beispiel. Dann nehme ich da draußen nur wahr, dass mich erstmal in mir nur sowieso wahr, wo ich nicht liebenswert bin. Und nehme auch dann draußen nur wahr, wo Leute mich so behandeln, dass ich nicht liebenswert bin. Und alles andere kann ich nicht wahrnehmen, weil es nicht meinem Urteil über mich entspricht. Und indem, wenn wir da der Angst folgen, wenn ich urteile, dass es hier ein Ort ist, an dem ich Angst haben muss, dann nehme ich immer mehr bedrohliche Dinge wahr. Und es ist ja immer wieder die, wem gebe ich es, entscheide ich da in meinem Ego, in meiner Persönlichkeit, aus der Angst heraus, urteile ich da. Und dann wird es immer enger und freudloser, weil ich mich immer mehr trenne in meinen Urteilen. Und das bestätige ich mir dann wieder in meiner Wahrnehmung. Oder gebe ich es jetzt augenblicklich dem Heiligen Geist? Und dann ist sofort. Hier steht, wie sicher muss daher die wirkliche Welt kommen, um die heilige Sicht eines jeden zu begrüßen, der die Zielsetzung des Heiligen Geistes zu seinem Ziel des Sehens macht. Weil meine Sicht, mein Urteil ist erstmal neutral. Entweder gebe ich es dem Ego oder ich gebe es dem Heiligen Geist. Das kann ich, solange ich hier mich im Zwiespalt, im Traum behalte, in meiner Vernunft entscheiden, mehr und mehr. Will ich das nach wie vor dem Ego geben? Und es gibt keine Sünde, darum ist immer so diese Augenblicklichkeit ja möglich. Wir müssen nichts gut machen. In Gott, im Heiligen Geist ist sofort egal, was ich gerade noch gedacht habe. Ich kann mich jetzt augenblicklich entscheiden, egal was ich gerade noch geurteilt habe. Ich kann jetzt sagen, ey wow,
Ich vergib mir, dass ich immer noch aus dem Ego heraus urteile und mein wahres Sein verleugne, meine Identität in Gott. Und da bitte ich Vergebung rein. Ich kann sagen, ja, hier, Heiliger Geist, echt, ich bitte um Korrektur in meinem Denken, weil ich sehe alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Und ich möchte und ich will wirklich aus meinem wahren Sein heraus hier die Dinge erleben und erfahren. Ich will die Liebe Christi teilen mit allem, mit allen. Ich will nicht mehr aus meiner Angst heraus, aus meiner Enge heraus, aus der Vergangenheit hier urteilen. Und augenblicklich ist alles gelöst. Und ich kann jetzt mit dem Heiligen Geist, in meinem wahren Sein, im reinen Geist, mehr und mehr und mehr und mehr einfach sein. Und sofort ist die Schau da. Und sofort ist Unschuld da, wenn ich es wirklich zulasse. Wenn ich wirklich alle Urteile jetzt erlösen lasse. Und es ist so ein Geschenk. Und das wünsche ich uns heute, dass wir wirklich so mehr so die Neutralität wie von Urteil für einen Moment erfahren, genau wie der Körper neutral ist, kann ich meine Urteilsvermögen da oder dahin geben, welcher Quelle gebe ich mich dahin? Urteile ich in Liebe, urteile ich in Wahrheit mit dem Heiligen Geist, dass ich mich, sobald ich mir Angst mache, sobald ich jemanden ausschließe, sobald ich jemanden glaube zu kennen hier, außer als Kind Gottes, dass ich mich da vertue, dass es meine selektive Wahrnehmung ist, die ich korrigieren lassen will, weil wirklich so viel mehr Liebe, so viel mehr Freude, so viel mehr Leichtigkeit da ist und miteinander erinnern und die Hand reichen und viel mehr lachen, wenn ich wirklich aus dem Heiligen Geist heraus urteile und entscheide und schaue. Und es ist jetzt schon wieder aufgelöst, alles andere. Wir machen nur Fehler in unserem Denken, in unserem Urteilen. Und die sind augenblicklich korrigierbar, wenn wir sie wirklich dem Heiligen Geist geben, wenn wir sie nicht verstecken und doch noch recht haben wollen. Hier unten steht, ich habe heute kein anderes Ziel, als auf eine freigelassene Welt zu schauen, befreit von allen Urteilen, die ich gefällt habe. Vater, dies ist heute dein Wille für mich und deshalb muss es auch mein Ziel sein. Und es muss mein Ziel sein, weil mein wahrer Wille in Gott ist. Alles das ist, was Freiheit, was wirkliche Freiheit und was totalen Frieden schenkt. Ich sehe alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Und das Einzige, was da immer wieder passiert, dass wir nicht loslassen, ist, wenn wir uns damit identifiziert haben, wenn wir uns mit unserem Ego, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Urteilen identifizieren und wirklich glauben, wir sind das und wir müssen die schützen. Weil dann kann ich die Freiheit, die ich in meinem wahren Sein, so wie wir hier gemeint sind, kann ich dann nicht erfahren. Und es braucht dieses mit nichts recht haben zu wollen und auch die Einsicht hier mit nichts recht haben zu können. Weil die Wahrnehmung meinem Urteil folgt und solange ich nicht nur im Heiligen Geist urteile, nur in meinem wahren Sein bin, vertue ich mich immer wieder mal. Und da ist es so gut, das immer wieder dem Heiligen Geist hinzugeben, ehrlich zu sein und Erweiterung zuzulassen, weil
Meine Erfahrung will Gott einfach nur erweitern und mehr Freude und mehr Vertrauen und mehr bedingungslose Liebe schenken. Und das wünsche ich uns, dass wir heute da so eine Leichtigkeit drin erfahren. Wow, ich kann mich jetzt schon wieder der Zielsetzung des Heiligen Geistes, kann ich schon wieder zu meinem Ziel meines Sehens machen. Und schon passiert was anderes und ich bin freier. Und einen wundervollen Tag, alles voller Liebe.